Willkommen zu diesem neuen Projekt. Es handelt sich dabei, wie ihr schon gesehen habt, um den Game Boy Advance Nintendo Switch Online Service, welcher am 9.2.2023 erschienen ist. Nutzen könnt ihr diese nur mit einer Online-Mitgliedschaft plus Erweiterungspaket, ganz wichtig, Erweiterungspaket, weil mit der Standard-Mitgliedschaft könnt ihr diesen Service nicht nutzen. Diese 6 Spiele stehen aktuell zur Auswahl und beginnen tun wir heute mit diesem Spiel. Aber vorher schauen wir uns mal die Einstellungen an. Da kann man einmal einstellen, klassisches Spielgefühl, kleinere Bildschirmgröße, also auch wieder so angepasst wie auf dem Game Advance wahrscheinlich. Aber wir lassen es mal normal. Dann wieder die nordamerikanische Version, beziehungsweise dann auch nordamerikanische Version und europäische Version werden angezeigt. Ist natürlich wichtig für uns. Steuerung machen wir mal aus. Sollte ja klar sein. Wir beginnen dann also jetzt gleich mit Kurokurin. Hoffentlich richtig ausgesprochen. Wenn nicht, ist auch egal. Erschienen 2001. Spielanzahl bis zu 4 Stück. Halte deine Hände ruhig und stehle deine Nerven. Mach dich gefasst auf eines der anspruchsvollsten Puzzle-Action-Spiele, die je erschaffen wurden. Kurokurin übergibt dir die Kontrolle über einen Helikopter, der vorsichtig durch eine schwierigere und enge labyrinthartige Level gesteuert werden muss. Weiche Wänden und Hindernissen aus, um nicht wertvolle Zeit oder Versuche zu verlieren, während du versuchst, das Ziel zu erreichen. Alles fängt sehr einfach an, doch es dauert nicht lange, bis du es mit sich bewegenden Kolben, schwebenden Stacheln und einer Vielzahl weiterer Gefahren zu tun bekommen wirst. Kurokurin ist leicht zu verstehen, aber man kann es nur schwer wieder weglegen und auch schwer aussprechen. Wir starten mal rein. Sagt mir jetzt wirklich nichts das Spiel. Hier machen wir erstmal unseren Namen rein. Ach hier, links ist Ende. Oder auf Start erstmal drücken, dann kommen wir auf Ende. Make up, you can customize your helicopter, ne? Warum jetzt nicht? Challenge? Test your skill in the short courses of each level und adventure. Also practice. Geht nicht und VS geht dann auch nicht. Schauen wir mal in Adventure rein. Machen wir auch direkt auf normal. Got lost in another land. Can you go and rescue them? Kannst du ihn befreien? I haven't been outside of this world. Also ich war noch nie außerhalb dieser Welt. We want to train? Ja, machen wir Training. Teacher her, let me give you some advice. Also ein paar Einweisungen, wie es funktioniert. 5 Training-Dinger oder wie viel? Training 1. Das heißt, wir müssen da durch. Also wird angezeigt, der Schatten, wie wir da durchkommen. Aber ich habe es schneller geschafft. Okay, das ist jetzt kein Problem. Das Ding bewegt sich. Wir müssen dann einfach nur abpassen, im richtigen Moment dann durch die Hindernisse kommen. Das heißt, wir hätten hier sogar da ziehen wir einfach mal durch. Ja, ist jetzt nicht so schwer zu verstehen. Warum ich da jetzt einen Stern habe, weiß ich jetzt auch nicht. Eine gute Zeit hingelegt vielleicht. So. Oh, das war Katastrophe. Das war noch schwer abzulegen, das Spiel? Weiß nicht. Wir machen weiter mit dem nächsten Training. Wir skippen ja die ganzen Sachen. Ne, da hätten wir. Na, wieso komme ich da jetzt oben dran, Alter? Ernsthaft? Okay, ne, wir warten kurz. Jetzt. Oh, ist doch nicht so einfach, muss ich sagen. Training ist gleich abgeschlossen. Ich glaube, wir müssen mal dran. Ja, jetzt habe ich das gesehen. Also der zeigt uns auch vor, wie es geht. Wir warten.
Ach, wir drehen uns jetzt andersrum. Okay, sehr interessant. Das vorher gewusst. Plus 3 Sekunden, wenn man jemand dran knallt. Okay, interessant. Somit kommen wir dann auch schon direkt zur ersten Welt. Grasslands. Okay, let's go. Aber wir schauen mal, was hier so machen können. Wir können mit den AB-Knöpfen nichts. LR ist. Wir haben noch ein paar Soundeffekte. Aber sonst ist jetzt hier auch nichts. Und weil ich bin jetzt zurückgegangen, will ich nicht haben, können wir wieder mit ZLZR drücken. Festhalten und drücken. Naja. Und können einige Sekunden auch wieder zurückspulen. Also muss man genau darauf achten, wie das sich dreht, ob man da jetzt perfekt durchkommt oder nicht. Ich bin ja nicht so der geduldigste Mensch. Aber jetzt nehmen wir uns mal Zeit und kommen da durch. Rekord ist 10 Sekunden. Wow, ich habe 22. Das ist nice. Und das geht jetzt von Level zu Level und so weiter. Können wir direkt runter, da sollten wir kurz warten. Das hört sich ja nicht auf zu drehen, das ist das Problem. Junge, wie hatte das in 21 Sekunden da aufgestellt? Ah, ich habe eine andere Form. Wahnsinn. Über 16 Sekunden war ich langsamer Alter als der Weltrekord hier in dem Spiel. Okay. Während ich mich hier durchkämpfe durch den Level, gerne eure Meinung zu dem Spiel in Kommentaren. Ich spiele es heute zum ersten Mal. Vorher noch nie was von dem Spiel gehört. Kann man mit Steuerkreuz oder auch mit dem Kontrolls linken Stick steuern. Wenn wir dran stoßen, gehen wir rüber. Wir haben 3 Herzen. Das muss man echt aufpassen. Okay, ja, extra so eine Einbuchtung, dass man da kurz warten muss. Aber ich hoffe echt keine gute Zeit irgendwie. Hi Chico Chikuin. Nee, sorry about you at home. Okay. Oh, haben wir jetzt sozusagen die erste Welt geschafft. Wir sind jetzt beim Ozean. Ozean 1. War sehr interessant gemacht. Okay, jetzt schauen wir. Also wenn wir alle Herz verlieren, kommen wir auf die Karte und es geht von vorne los. Da müssen wir, glaube ich, kurz warten. Und die Zeit läuft auch erst, wenn man diese eine bestimmte Linie überquert, glaube ich. Ach, doch, mit A war da jetzt was. Ich glaube, ich habe Turbo gemacht. Und hier passiert mir auch nichts. Kann ich einfach gegen die Wand. Und da geht man kaputt. Und da sind erst die ersten Level. Und ich stelle mich schon so ein bisschen blöd an. Muss man jetzt hier alle Klingen im Herz umdrehen oder nicht?
Ja, ich komme da einfach gegen. Genial. Habe ich geschafft, sehr schön. Die Folgen werden auch wieder so zwischen 10-15 Minuten sein, wie gewohnt von den letzten Shows. Da muss man echt dann auch ziemlich schnell sein. Dass man da auch gut durchkommt, weil es einfach zu eng wird. Oben lang, unten lang. Ich glaube erstmal nach oben, weil wir müssen andersrum drehen. Sonst wird es gar nicht funktionieren. Das ist aber jetzt gerade hier ein bisschen Glück gewesen. Na, hat keiner gesehen. Jetzt da. Es ist machbar. Ist ganz klar. Weil ich stelle mich gerade zu blöd an. Wir kriegen wieder 3 Herzen voll, ja? Ich hatte gerade nur 1 und dann habe ich jetzt hier wieder 3 alle. Oh, nice. Plus 8, wenn man dran kümmert, plus 3 Sekunden. Ja, das habe ich auch nicht dran. Drauf geachtet. Dann kommst du dagegen, dann kommst du dagegen. Ey. Man muss jetzt hier wieder zurückziehen, schnell. Das heißt, ich kann mich jetzt hier sogar jedes Mal aufladen, ja, das ist ja nice. Habe ich ihn konzentriert, dann klappt das auch. Oh, da muss man echt mitgehen. Man hat ja echt keine Pause, außer man hat gute Area, wo man sich die ganze drehen kann. Ja, habe ich Ozean fertig. Cool. Ach, das hier oben links ist das die Karte vom Level. Blau ist Start, rot sind dann die Herze und das Gelbe das Ziel. Also kann man sich dann nochmal überlegen. Da drunter, da drehen. Ah, okay. Aber nee, machen wir mal was anderes. Setzen wir mal zurück. Wir hatten ja noch einen anderen Modus, den schauen wir uns mal an. Practice habe ich jetzt freigeschaltet. Challenge. Okay, das sind so ganz kurze Level. Dann machen wir das erste Mal. Was ist denn erst los? Fahren oder so, wenn man auch richtig gedreht ist. Oha, das ist sehr Challenge. Also da könnte man uns einmal drehen lassen, das ist kein Problem. Ja, das war, aber wir haben sogar noch 2 Herz zu sich. Ja, zieh durch. 3,7 Sekunden, das heißt, muss man wirklich mit einem Versuch durch. Naja, ich will nicht unbedingt Platz 1 sein, sondern ich will das wenigstens einmal schaffen. Okay, die Zeit läuft immer nicht. Jetzt erst. Ich glaube, da hätten wir auch irgendwie durchgekommen. 10 Sekunden. Ja, da sind wir Platz 3. Da sind wir Zweiter, ein Stern. Man darf auch nicht gegenknallen.
Ja, wenn du dran knallt, hast du jetzt schon 3 Sekunden, das ist schon sehr viel. Boah, die sind auf jeden Fall sehr herausfordernd. Challenges. Das sieht ja aus wie ein Gesicht, nehme ich mal das. Eigentlich nur noch runter. Dann habe ich das geschafft. Doch nicht, oh. Fuck. Letzter Versuch, komm. Erstmal nochmal und wir sind weg. Das sind auf jeden Fall viele Challenges. 10 Level mit jeweils 5 Stück. Habt ihr 50 Challenges. Ah, hier könnte man sogar anpassen, ja. Ah, das habe ich ja vorhin eingesammelt. Ah. So, die Farm anpassen. Irgendwas, irgendeiner sitzt da drauf oder so. Okay. Story-Modus machen und dann kriegt man da noch einiges freigeschaltet. Ja, hat mir gefallen. Man kann natürlich auch wie bei den anderen Speicherpunkt erstellen und dann auch mal hier jeweils laden, wer es mag. Wir kehren zurück und beim nächsten Mal geht es weiter mit Mario Kart Super Circuit. Ich bin echt gespannt, weil ich habe ja schon sortiert nach Erscheinungsjahr. Ah, Mario Kart, da wird auf jeden Fall lustig. Mal schauen, wie ich mich da anstellen werde. Schon lange her, als ich das gespielt habe. Damit herzlich fürs Zuschauen und sage nur nicht mehr, was ihr bleibt fit im Chat. Und